Es ist 4:30 Uhr. Ich werde bekloppt. Ich komme nicht in das in den Rhythmus rein. Letztes Jahr ging das irgendwie, die erste Nacht war 4 Uhr, dann 5 Uhr, dann 6 Uhr und dann war es normal. Jetzt nicht. Jetzt stehe ich auf und gehe zu 7-Eleven und kaufe mir einen Kaffee. Bis später. Und es hat geregnet, also für den Fall, dass ihr auf irgendwelche Songs gehört habt, dass es nie regnet in LA County. Es regnet manchmal, wenn ich da bin. Ich gehe jetzt ins Dolby Theater entlang. Hier wird auch, die machen hier so eine Plane drüber, dass man von oben nicht mehr ordentlich durchgucken kann für Sonntag. Ich muss sagen, der Oscar-Verleihung kickt mich nicht mehr so sehr wie vor 2 Jahren, als ich das erste Mal hier war. Es ist doch nicht mal ein Star dieses Jahr nominiert oder ein Star, den ich geil finde oder unbedingt sehen möchte. Es tröpfelt nur ein bisschen. Es ist kein richtiger Regen. Ich fahre ja heute zu den Universal Studios. Ich hoffe, dass ich da irgendwie, dass es da nicht noch mehr regnet. Also heute und morgen soll der schlimmste Tag sein. Aber ich glaube, ich habe richtig gut was erlebt an schönem Wetter die letzten 3 Tage. Nächste Woche wird es wieder richtig warm. Vorausgesagt sind 24 Grad. Zwischen 22 und 24 Grad. Ich weiß gar nicht, ob ich das ertragen könnte, wenn das hier so heiß wäre. Weil ich fand es jetzt schon 22 Grad und hier Sonnenbrand. Ne? So, nachdem ich jetzt meinen Kaffee habe, dachte ich mir, ich kann ja mal gucken, ob das wirklich stimmt. Ob Ralphs wirklich 24 Stunden auf hat. Also gehe ich jetzt Gemüse kaufen, weil ich das gestern noch vergessen habe. Er hat auf. Es ist 5 Uhr morgens. Er hat die ganze Nacht auf. Ich weiß nicht, wie sich das rentiert. Ich schlage es mal Rewe vor. Aber offensichtlich kaufen hier noch Leute ein. Ja, meinte ich natürlich auch, ne? Rentiert sich, wenn man alles dunkel macht. Und die Gefriertruhen alle dunkel, die Kühlregale und so weiter. Und so kaufen wir mitten in der Nacht was ganz Schönes ein. So, ich habe fantastisch eingekauft und ich stehe auch dieses Jahr wieder vor Ralphs und trinke. Naja. Und das habe ich eingekauft. Ich wollte eigentlich getrocknete rote Linsen aus der Bulk Section kaufen, haben sie aber nicht. Also schwarze Bohnen, Kichererbsen, Süßkartoffeln als Stärkequelle, 2 Nektarinen, die es in Deutschland gerade nicht gibt, aber offensichtlich irgendwo auf der Welt doch, eine Paprika, Romana-Salat, Gott sei Dank. Und das hier ist tatsächlich aus der Bulk Section. Das sind Cashews in Bitterschokolade. So, ich wollte euch wenigstens einmal mein Frühstück zeigen. Das war bisher jeden Tag gleich. Das sind hier 2 Brot mit der Banane. Begabe zeigen, wie die hier wird, wenn man damit seine Banane macht. Muss ich gleich wieder gerade biegen. Hier ist ein Bagel mit Rosinen, Kaffee. Hier hatten sie Bananen. Darüber hinaus gibt es Muffins zum Frühstück. Und wir haben natürlich hier Blick auf den Teppich. Und der arme Kerl steht da in seiner Regenhose. First things first, hier gibt es natürlich erstmal eine halbe Gurke. Und man hat renoviert, seit ich zuletzt hier war. Tja, das ist das Wetter, vor dem ich Angst hatte. Aber ich hatte Angst, dass es die ganze Woche so ist. Und ich denke, ich habe Glück gehabt, dass es die letzten 3 Tage nicht so war. Aber das ist auch nicht der optimale Tag, um in die Universal Studios zu fahren. Allerdings habe ich das Ticket schon gekauft. Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Aber ich dachte, ich spare. Das ist der meiste Regen, den ich jemals in L.A. gesehen habe. Ich habe meiner Katzenzitterin Fotos geschickt von diesem Regen. Sie hatte auch L.A. mit Regen. Das ist so ungewöhnlich.
Also, ich mache mich jetzt auf den Weg zu Universal Studios, versuche nicht allzu nass zu werden und zeige euch mal vorher nochmal das Dolby Theater für alle, die letztes Jahr und vorletztes Jahr noch nicht mit mir da waren. Denn die U-Bahn ist ja direkt da drunter. So, hier sind die Sterne und so. Na, ja, bis denn. So leer habe ich es hier auch selten gesehen. Hier ist ein Brett voll mit Touristen, wenn die Sonne scheint. Und hier ist natürlich der Eingang. Der Eingang zum... also hier kommt man an, ne? Wenn man jetzt da ist. Und dann muss man da... Ja, okay. Gehen wir jetzt auch hoch. Wir sitzen nur die. Wir sitzen nur die in Matsche. Hier drunter ist roter Teppich. Das sieht aus wie Schnee. Es ist kein Schnee. Es ist geschützt. Schützt doch roter Teppich. Na? Dann kommen wir da hoch. Da ist jetzt noch kein roter Teppich da hinten. Der kommt da noch rüber. Ich glaube, Samstag machen wir das hier. Ich habe ja seit letztem Jahr auch eine Menge Medizin studiert. So, dann gehen wir da auch rauf. Hier ist überall noch Teppich drauf. Und das ist natürlich auch alles irgendwie aus der History. Hier an den Seiten. Hier steht immer am Rand dran, welcher Film bester Film gewonnen hat. 1990, der Wolf Tanz ist 91, Final Dilemma 92, Unforgiven. So, und ich glaube, das läuft dann so ab am Sonntag, dass man dann eben hier oben ankommt. Und dann ist da, wo der junge Mann steht, der Eingang zu der Halle, die ihr dann an den Fernsehen sehen könnt. Und eigentlich ist es hier so eine Mall. Also es gibt hier Cafés, Restaurants. Und alles ist hier voller, normalerweise, lässt sich regeln. Denn die Los Angelinos kommen natürlich gar nicht klar mit Regenwetter. Und so eins aus Deutschland kommt damit hervor klar. Besonders dann, wenn er 3 Tage lang Sonne getankt hat. So, und hier ist normalerweise auch alles bricht voll. Oh, so ein Driss, ey, Leute. Und hier kann man wunderbar in der Sonne sitzen, wenn denn die Sonne scheint. Und da hat man dann, wenn man hier um die Ecke geht, hat man eigentlich, eigentlich ist da oben, kann man von hier aus hinter den Palmen ganz wunderbar das Hollywood-Zeichen sehen. Ich bin da letztes Mal, als ich hier war, hochgelatscht auch. Mit dem Hostel aus. Das machen die heute auch. Das machen die immer freitags. Aber ich weiß nicht, ob ich das bei diesem Wetter auch mache. So. Und darunter geht es jetzt irgendwie zur U-Bahn. Und die nehme ich dann jetzt und fahre nach Universal City. Zu den Universal Studios. So, ich bin in der U-Bahn, direkt unter dem Dolby Theater. Und es sind 3 Haltestellen, glaube ich, bis Universal Studios. Kostet 1,75 $. Der Weg dahin dauert 30 Minuten, denke ich, und meine Bahn kommt in 17 Minuten. Und ja, hier ist trocken, ne? Bis später. Und ich habe noch was vergessen. Universal Studios hat eine eigene App. Die kann man runterladen auf sein Handy und dann kann man, da gibt es dann so, was ist wie, wann, wo und so weiter und so fort. Was da leider nicht drin ist, ist vegan in Universal Studios. Das kann man aber googeln. Und wenn man das googelt, dann findet man eine Website von, ich glaube, von Peter 2, wo jemand seinen Bericht geschrieben hat darüber, wie er vegan in Universal Studios war. Man muss nicht voressen, schreibt er da, sondern es gibt vegane Optionen, die werde ich auch gleich mal suchen. Ticket habe ich vorher gekauft, auch das ist ein E-Ticket. Das ist also jetzt ebenfalls per E-Mail auf mein Telefon gekommen und deswegen sollte ich versorgt sein. Für heute. Hier gibt's einen Shuttle von der Bahn zum Park. Es kommt in 9 Minuten, aber es dauert auch 9 Minuten zu Fuß zum Park zu gehen. Also gehe ich zu Fuß zum Park.